Was war eigentlich die Motivation, einen Film zu machen über eine Situation, über diese Bilder, über die, jene Roma-Community, die in diesen Situationen, prekären, allesamt prekären Situationen lebt? Was war die Motivation dahinter? Warum hat man das gemacht? Bitte. Danke. Ich möchte erstmal mich sehr bei Sascha bedanken, weil ich bin sehr froh, dass ich hier heute kommen konnte und dass meine kleine Gesella konnte in zusammen mit dem eurem Film gezeigt werden, weil das bringt Sinn, zusammen zu zeigen. Ich möchte sagen, dass ich bin in dieser Nachbarschaft gewachsen, so in diesem Block Devetne Star, gleich über die Straße von dem 18a, wo die Gazelle liegt. So, ich habe in die Schule dort gegangen und auch mit den Kindern aus der Siedlung. Und es war vor vielen Jahren so, dass mit Vladan Andrena und mit Alex Nikolic und David, wir haben manche Sachen dort in Siedlung gemacht und dann habe ich auch später Workshops mit Studenten dort gemacht und dann es war eine Möglichkeit, etwas Kleines, so eine ganz kleine Produktion zu machen, so this was called Intervention in the Public Space. Ich habe geschafft, zwei kleine sozusagen Fernsehprogramme zu machen. Die andere war über eine Citizen Initiative, Fifth Park. Die haben über einen Park über 5 Jahre gekämpft und sie haben das geschafft. Und die Gazelle war für mich wichtig und dass man einfach diese, dass man dieses Blick, die Medien immer über Gazelle, Medien man immer über Gazelle als illegale oder... So negative Sichtweise, genau. Stereotypen. So, ich möchte das etwas verändern, das gibt auch zu Leuten dort... mehr Vertrauen, Verbindung. Nee, so einfach, dass sie fühlen sich, das ist einfach, sie leben so. Und das in der Normalität. So. Ja, nicht, dass man normalisiert das, aber dass man spricht über von anderen Seiten. Und es war sehr interessant, weil Chan, die sitzt hier gerade, und Eddie haben dort ein Residency gehabt und sie haben wahnsinnig viel Recherche gemacht und sie haben mir sehr geholfen mit Infos, die ich konnte dann auch in diesem kurzen Fernsehprogramm benutzen, weil es gibt keine so Informationen. Ja, da möchte ich nochmal einhängen, bevor wir mit derselben Frage weitergehen, nämlich Sie haben erwähnt, dass es wichtig ist oder sehr gut gewesen ist, heute die zwei Filme über Gazelle hintereinander zu sehen. Vielleicht können Sie noch erklären, warum, weil das, die zwei Filme zeigen miteinander gesehen ja eine Entwicklung. Ich weiß auch, dass man konnte Entwicklung heißen, aber einfach, also die Zeit, es ist eine lange Geschichte. Es gibt nicht mehr. Und dann, ich glaube, das ist, die andere Film war später gemacht und ich glaube, es ist wichtig, dass wir haben auch das von früher gefilmt und auch... Weil ja, der eine Film zeigt praktisch noch den Kampf der Menschen rund um Gazelle, um den Siedlungsplatz unter Anführungsstrichen, und der nächste Film zeigt eigentlich schon den Zustand, als alles abgerissen, weggeräumt, nicht mehr existent. So, ich habe hier mitgebracht diese Gazelle-Führung, die Lawrence, Edward und Chan haben gemacht. So, wer hat Interesse, man kann das noch mehr über die Siedlung herausfinden. Ich glaube, das ist ein wirklich tolles. Kann man das, und wo kann man das erhalten, wenn jemand interessiert ist? Also Chan, wo kann man das erhalten? Ich glaube, es gibt ja auf Serbisch, Roma und Deutsch. Ja.
Also nachher im Notfall auch nochmal nach. Nee, hier, man kann anschauen danach. Okay. Dieselbe Frage auch natürlich an unsere weiteren Filmemacher und Ihnen, Filmemacherinnen. Was war die Motivation dahinter zu sagen, ich mache so einen Film, ich mache einen Film über Roma und ich mache einen Film über Roma in so einer prekären Situation? Ja, also erstmal, also Vladan und ich, nur um uns kurz vorzustellen, wir sind in dem Film Mitautoren, aber nicht die, wir haben nicht die Regie gemacht, die Regie hat Sascha Babul gemacht. Und der vierte im Bunde war der Sali Kadriai, der leider nicht da ist. Heute Abend wäre natürlich schön, wenn der auch da gewesen wäre. Ja, es ist für uns beide jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass wir uns da in die Situation in Belgrad eingemischt haben. Das war ja, ist in unserer Nachbarschaft passiert, diese Räumungen. Und der Räumung von Gazelle ging ja die Räumung von Belleville von einer anderen Siedlung ganz in der Nähe voraus. Insofern ist es jetzt der zweite Anlauf eigentlich gewesen, filmisch was zu machen, sich da anzunähern. Und für uns war es eigentlich wichtig, dass nicht wir den Film machen. Nicht wir, nicht Vladan und ich oder wie der erste entstanden ist, über die Proteste, haben wir an den Protesten teilgenommen und haben aus den Protesten die Proteste gefilmt, aber wir wollten nicht hingehen und dann die Kamera wieder draufhalten, ja, was passiert denn jetzt weiter? Also wir wollten immer diesen Blick von außen eigentlich, mit dem haben wir Schwierigkeiten immer gehabt. Und deswegen haben wir uns dann auf die Suche begeben nach Leuten, mit denen wir zusammen im Team arbeiten können. Und sind dann auf Sascha gestoßen, auf Mucha Blackstasy, der die Musik gemacht hat. Ich muss mich da auch entschuldigen für den Sound, der war irgendwie, ist irgendwie in der Konvertion, in der Konvertierung auf der Strecke geblieben ein bisschen. Aber das Lied, also der Song ist auch speziell dafür geschrieben, für diesen Film. Und was uns auch wichtig war, wie man gesehen hat, ja ganz am Ende, passt ja auch zum Motto irgendwie dieses ganzen Events hier, der Film ist, oder das kleine Videoclip, ist von der Roma-Dekade, aus dem Geld der Roma-Dekade finanziert worden, von 2005 bis 2015, genau. Ist die, ne? Ja. Genau. Geht dieses Jahr zu Ende. Und mit solch einem Geld wollten wir auch insofern kritisch umgehen, als dass wir sehen wollten, wo eigentlich das Geld, das ständig an die für die sozial verträgliche Unterbringung Team gestoßen, dass wir so ein gutes Team zusammengestellt haben. Irgendwie, ich schaue immer zu Sascha hin, der jetzt nicht hier sitzt, und Sali, also wir haben das gemeinsam erarbeitet und haben, ja, es wirkt vielleicht so ein bisschen clumsy manchmal, wir haben so eine Art Road-Movie da gemacht, einfach um ja das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, denn ich finde und wir alle fanden, es ist schwierig über ein trauriges Thema, über so eine ohnmächtige Situation, also einfach immer die Ohnmacht zu zeigen. Man will was aufdecken, aber man zeigt die ganze Zeit die Ohnmacht von den Leuten und das war für eine Herausforderung für uns. Inwiefern uns das geglückt ist, wir haben versucht mit der Musik und irgendwie, ja, da manchmal ist es auch manchmal fast komisch, vielleicht für die es anschauen, nicht für mich gibt es irgendwie eine gewisse Komik auch manchmal, dass die ganze Zusammenarbeit war immer wieder von diesem Widerspruch, mit dem man da immer zu kämpfen hat, das weiß sicherlich jeder, der mit solchen Arbeiten, mit solchen Themen sich konfrontiert, damit hatten wir immer wieder zu kämpfen. An dieser Stelle würde ich gerne von der Gazela nach Stolypanova wechseln, zu Hermann Pesinkas. Das war der zweite Film des Abends, den wir gesehen haben, eben in Plovdiv, in Stolypanova. Eben hier auch dieselbe Frage, wie
Und ich stelle die Frage auch so jetzt noch polemischer als vorher, weil das stelle ich schon zum dritten Mal. Wie kommt man denn dazu, als Nicht-Roma, als Zentraleuropäer, der auch gern was anderes filmemachermäßig machen könnte, denn dazu, eine Doku in Plovdiv eben über die prekäre Situation der Roma zu machen? Ja, bei mir Filme über Roma, da habe ich eigentlich schon 1985 meinen ersten Film gemacht über Roma und Sinti in Österreich. Das war so eine kritische Auseinandersetzung zwischen dem Roma-Bild, Zigeuner und so weiter und so fort. Ganze Geschichte auch, also Konzentrationslager und so weiter. Und dann bin ich irgendwann mal mit dem Andreas Kraus, irgendwie so 2005 war das, hat er gesagt, ich habe Bulgarisch studiert, fahren wir nach Bulgarien. Und dann sind wir in Plovdiv gelandet und haben aber auch eine Kamera dabei gehabt, weil irgendwie war das ein grauer Fleck auf der Landkarte. Und wenn wir dann in Plovdiv waren, haben wir natürlich nicht gewusst, was filmen wir jetzt. Und dann ist uns natürlich irgendwer ziemlich schnell mal klar war, dass dort eines der größten Roma-Viertel in Europa ist, also mit 40, 50.000, ich weiß nicht, vielleicht sogar wesentlich mehr Einwohnern. Und na gut, dann sind dort einfach, also trotz der Warnung von allen Bulgaren, also die halt sehr freundlich zu uns waren, bis wir gesagt haben, wir gehen jetzt nach Stolypin, wir wollen einfach einmal in das Viertel rein, und da war es mit der Freundlichkeit vorbei. Der Taxifahrer hat uns dann einen Kilometer vorher schon aus dem Auto raus komplimentiert, weil es zu gefährlich ist. Wir sind halt rein und einfach durchgegangen und dann haben wir beschlossen, wir machen da einen Film drüber. Das ist eine Plattenbausiedlung, also Plovdiv hat ungefähr 300.000 Einwohner. Ja, man hat es gesehen. Ja, ungefähr so. Naja, dann sind wir halt angedockt und haben versucht, so eine Reportage zu machen. Natürlich ist das der Blick von außen und nicht der Blick von innen. Also so. Naja, und was mich einfach interessiert hat, wie das Leben, also vor allen Dingen bei diesen Vorstellungen, die die Mehrheitsbevölkerung hat, wie das dann tatsächlich ist, und das war überhaupt nicht gefährlich. Also überhaupt nichts davon. Aber die Leute leben. Also euch ist bei den Dreharbeiten dann nichts, so wie angekündigt, Kriminelles passiert oder überfallen worden oder? Nein, das Einzige, was irgendwie ein Problem war, war, dass die Menschen dort einfach so negative Erfahrungen mit Filmteams und mit Kamera und mit Fernsehen hatten und eigentlich eher von daher, also waren wir schon wieder, also wir waren wirklich am Anfang gesagt, klar, genau, jetzt kommt sie schon wieder mit einer Kamera daher. Und erzählt sie bei irgendeinem Scheiß über uns oder so irgendwas oder irgendwie zeigt sie halt irgendwie das Übliche und so weiter und so fort. Und natürlich Bulgarien nach dem Ende des realen Sozialismus, daraus ist ja Stolypinowa entstanden. Also das war früher mal gemischt, also Mehrheitsbevölkerung und Roma halt einfach gemischt und die sind dann alle raus. Und die Demokratie hat in Bulgarien in erster Linie das zur Folge gehabt, dass lauter nationalistische Parteien plötzlich da waren und diese alle gegen die Roma eingeschossen haben. Nicht? Das ist es halt einfach. Und das ist dann auf allen Sendern gelaufen, wie der Scheiß praktisch gegen Roma und so. Naja gut, und wir sind halt rein und wir haben dann auch nach einer Woche so das Vertrauen so weit irgendwie gewonnen, dass wir filmen konnten dort. Ja. Sie haben mir vorab auch gesagt, auch Ihre Motivation, ähnlich bei bei Frau Ostojic, wäre auch gewesen, das extrem negativ geprägte Bild, das von den Roma eben vorherrscht, ein bisschen mit zu beeinflussen, ein bisschen zu verändern. Sind Sie heute im Nachhinein der Meinung, es ist Ihnen auch gelungen? Ja, das kann ich jetzt nicht so klar beantworten. Also was sicherlich gelungen ist, ist das, dass also natürlich kein Schwein noch diesen Film gefragt hat, und also wer will schon gern Filme über Armut und Krise und alles Mögliche, will sich eigentlich eh keiner anschauen, die Roma am wenigsten, weil die kennen ja sowieso ihre Lebenssituation nicht, denen brauche ich ja den Film ja gar nicht zeigen, die wissen ja eh, wo es lang geht und so. Aber was interessant war, nachdem irgendwie
zum Beispiel zwei Jahre lang der Film so irgendwie in den, niemand wollte diesen Film haben, bis plötzlich irgendwie in der Dortmunder Nordstadt diese Menschen aus Tulipenoper plötzlich aufgetaucht sind und hat es dann irgendwie ziemliche Probleme gegeben mit Straßenstrich, also Arbeitsstrich, Prostitution und so weiter und so fort. Und plötzlich haben die alle Stolipinova gegoogelt und dann sind sie auf einmal irgendwie auf den Film gekommen und eigentlich wurde mir schon gedacht, aber so gut, okay, das ist ein Regal, ein Film fürs Regal, sind wir plötzlich irgendwie auf einmal komplett, also vom WDR, vom NDR, von den NGOs und rundherum auf einmal aufmerksam, ist dann irgendwie aufmerksam geworden. Also ich wusste auf einmal, hoppla, da gibt es einen Ort, den keiner aussprechen kann und Bulgarien kennt ja sowieso auch fast niemand so richtig oder kaum. Naja, und dann praktisch ist das im WDR dann irgendwie, wir waren dann noch zweimal mit dem WDR-Team drinnen, also die werden alleine nicht reinkommen. Die WDR-Leute wären ohne euch nicht in die Siedlung gekommen, ja. Also das war praktisch irgendwie der Deal, also die dürfen nur filmen, wenn wir so praktisch die Regie machen. Ja. Und das war halt vor zwei Jahren das letzte Mal. Immerhin in Bulgarien gab es ja immerhin die Vorlage, dass das Land ja zumindest offiziell nie abgestritten hat, dass viele Roma dort leben. Eine andere Grundsituation gab es da schon, wenn wir jetzt örtlich wechseln zum ersten Film des Abends in die Türkei nach Sulukule. Sie haben im Programm ja auch bereits gesehen, wo sich eine der ältesten Roma-Siedlungen der Welt befindet. Aber in der türkischen Mainstream-Gesellschaft ist da auch lange oder ähnlich wie mit kurdischen Minderheit umgegangen worden, nämlich dass man gesagt hat, es sind ja gar nicht so viele da, bis man dann draufgekommen ist, es sind über 5 Millionen Roma, die in der Türkei leben, von denen ja die EU auch eigentlich bis heute noch nicht viel weiß, weil Europäische Union und Türkei ja noch nicht zusammen sind. Liebe Astrid Heubrandner, vielleicht auch an Sie dieselbe Frage. Was war die Motivation, den Film über diese, also eigentlich eine extrem alt verwurzelte Community zu machen? Da ist auch ganz viel Musik, vielleicht auch der, wenn ich ordinär sein darf, poplastigste Beitrag des Abends, Gogol Bordello, Punkmusik im Hintergrund. Über Ihren Film wurde ja auch teilweise eher in den Musikredaktionen, wurde in Musikredaktionen zum Teil begeistert gefeiert. Was war bei Ihnen der Hintergrund, diesen Film in der Türkei über Roma zu machen, wo ja teilweise nicht einmal bekannt ist, dass in der Türkei so viele Roma leben? Ja, bei mir war das ganz anders. Und zwar war das eher ein Zufall, dass ich auf das Thema gestoßen bin, nämlich nicht einmal ich, sondern Peter Rösler, der Produzent, und ein Freund von mir, der einen Artikel gelesen hat in einer Zeitung über Sulukule und die Siedlung dort und das Projekt dieser Stadterneuerung und die bekannten Folgen, die da anstehen. Ja. Und der hat mir diesen Artikel gezeigt und mich gefragt, schließ das durch und fahren wir mal hin und schauen wir, vielleicht ist das ein Film. Und ich bin da eben so ganz unbedarft mit einem extremen Blick von außen dazugekommen. Wir sind hingefahren, wir haben dort ein irrsinniges Glück gehabt und gleich Nesche und Hatscha kennengelernt, die auch durch den Film führen dann, das war ein Riesenzufall, die dort nämlich wie Sozialarbeiterinnen gearbeitet haben. Also ich nenne sie so, sie waren dort, das ist nicht ihre offizielle, das war ihre Eigeninitiative eigentlich. Und über die beiden Frauen hatte ich dann eigentlich den Zugang. Die waren schon seit 2005 dort. Wir haben 2008 begonnen zu drehen. Und über die beiden Frauen konnte ich dann, habe ich den Zugang bekommen. Und erst dann mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also es kam ganz spät. Also ein Sprung ins kalte Wasser für Sie sozusagen. Genau, genau. Und wir haben dann 2 Jahre lang diese Siedlung, also eigentlich ist es keine Siedlung, das ist ein ganz normaler, das ist mitten in Istanbul, mitten in der Stadt, ein sehr attraktiver Baugrund, umso mehr, wenn man sich vorstellt, wie schnell und wie groß diese Stadt ja jetzt gewachsen ist.
Und insofern war hier auch ganz klar, wo der Hase läuft, dass das eben ein reiner Profitgier-Gedanke ist, der da... Und dreist, nicht? Ja, und das war die ganze Zeit ein Projekt, das eben so von der Stadtverwaltung konzipiert war. Und dementsprechend war auch ein sehr großer Gegendruck auch nicht nur von den Leuten vor Ort vorhanden, sondern eben auch von gewissen Architekten, Städteplanern, die eben das nicht so toll gefunden haben. Die haben sich da sehr stark engagiert. Also auch da gab es viel Unterstützung von außen. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Das Publikum durfte jetzt ein bisschen euch kennenlernen, Tuchfühlung betreiben. Ich habe eine Frage für Lado. Du darfst den ganzen Abend fragen, Sascha, okay, bitte. Okay, kann ich bekommen. Ja, du darfst das Mikro auch immer haben. Nein, kann ich so. Das Thema ist für diesen Abend Zusammenleben. Und wir haben Lado diesen Film gemacht 2009 und war sehr, sehr... Ich habe sehr, sehr viel Zeit gebraucht, wenn ich war von dieser Sitzung weg. Ich habe in letzter Zeit gelesen über die Gazelle. Heute habe ich sie bekommen. Heute sie alle wohnen in einer Wohnung im Ende von Belgrad. So etwas, oder? Lado? Ja. Ja, okay. Okay, so sie haben Wohnungen und... Ich wollte, dass du ein bisschen erzählst über diese Situation. Manche haben Wohnungen bekommen. Okay. Die haben Sozialwohnungen bekommen vor ein paar Jahren. Aber es gibt auch sehr viele Probleme mit diesen Sozialwohnungen. Mhm. Und es gibt noch, ich würde noch ein paar Sachen sagen zu unserem Film. Es ist sehr wichtig, dass die Leute verstehen, dass unsere Film, es geht nicht um ethnografische Bild. Es geht um... um Struktur, wie findet man diese ökonomische Struktur, was ist eigentlich passiert mit dem ganzen Ökonomie, um die Containers, um die ganze sozusagen sozial Belastungen, was um die Container passiert. Und das war sehr wichtige, sozusagen sehr wichtige Sache, dass wir das finden, dass wir das recherchieren. Und weil da war ja auch sehr konsequent, also man hat ja auch gesehen im Film immer die Nachfrage bei den Leuten, was wurde euch versprochen und was haben sie dann auch wirklich bekommen? Und die Antworten von den Leuten waren ja leider eindeutig nichts von dem, was versprochen wurde, im Endeffekt. Und aber es gibt sehr viele Geld dafür. Ja. Und die Frage ist, wo ist dieses Geld und wo dieses Geld am Ende kommt. Also auch nochmal. Und das passiert überall in Europa. Das hat nichts zu tun mit Belgrad oder mit Sofia oder mit Istanbul. Das hat zu tun mit allen europäischen Ländern, allen europäischen Städten. Und zum Beispiel in Rom, in Italien, wir waren vor 2 Jahren und wir haben wir nennen das Containerökonomie recherchiert. Und sie bezahlen, sie könnten für jede Roma-Familie eine Wohnung kaufen, für so viel Geld, dass sie so viel diese Containers bezahlen und Sozialarbeiter und die ganze sozusagen Ökonomie um diese Containers. Ja. So, und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Und dann die Frage ist, was die Roma-Dekade gebracht hat. Aber ich muss kurz Publikum ein bisschen aufklären, weil ihr seid ja alle Insider. Also die Roma-Dekade war ein sehr großes Förderungsprojekt von EU und einigen international agierenden NGOs, Vereinen, die sich darum kümmern wollten, fokussiert 10 Jahre lang, besonders in den osteuropäischen Regionen und im Balkan, die Integration, Anführungsstriche, Integration von Roma mit viel, viel, viel Geld voranzutreiben, hat die EU auch ordentlich Geld reingeschossen. Ich werde auch oft gefragt, was macht die EU? Also die EU hat durchaus viel Geld aufgelegt, auf das alle Staaten, die innerhalb der Roma-Dekade waren, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, Slowakei, zugreifen konnten. Und das ist tatsächlich eine Tatsache. Jetzt evaluiert man in der EU schon langsam nach 10 Jahren, ja, hat sich etwas verbessert und was ist mit dem Geld passiert? Und es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viel in verschiedenen Kanälen, sei es jetzt Verwaltung, sei es regionalpolitische Ebene, ganz, ganz viel Geld
verschwunden und versickert ist und wie man auch sehr schön im Film von Sascha sehen kann, wo alle Leute gefragt wurden, ob sie die Wohnungen, die Container und die Sachen, die versprochen wurden, bekommen haben. Das passiert eben ganz, ganz oft und das ist auch nicht nur in Gazela passiert, so hat man es auch mit Siedlungen in der Slowakei gespielt, in Tschechien, in Rumänien. Und das ist auch dieser krasse politische Gegensatz, der oft den Roma direkt vorgeworfen wird. Euch wird das ganze Geld ja gegeben. Was tut ihr Roma denn mit dem Geld? Aber tatsächlich, wenn man hinter die politische Fassade schaut, ist es ganz oft so, dass die Roma von dem Geld gar nichts, bis wenig zu sehen bekommen. Das kommt nie da unten an, wo es hin soll. Ja. Also das zur Aufklärung. Und da waren eben 10 Jahre lang ganz viele Projekte. Nicht alle waren schlecht. Es gibt auch viele gute Beispiele von Projekten, die funktioniert haben. Aber es ist da auch viel Geld verschwunden und zwar leider nicht in den Händen der Roma. Aber jetzt kommen wir wirklich dazu, Fragen aus dem Publikum. Es wäre schön, also wenn Sie auch direkt die Regisseure oder Regisseurinnen ansprechen möchten, damit auch der oder die Richtige antworten kann. Haben wir ein Funkmikro, das irgendwie, oder wie lösen wir das da? Oder Lautsprecher? Wir haben nur diese beiden. Es gibt Lautsprecher, bitte. Ja. Eine ganz kleine, konkrete Frage. Wie sieht heute Sulukule, heute ist 2015 aus? Der ganze Platz, das ganze Gelände, das sind jetzt Neubauten. Die sind alle fertig, zum Teil bewohnt. Und es ist... Von wem? Von vielen AKP-Leuten, also von der Partei von Erdogan, Günstlinge, die diese Luxus-Apartments bekommen. Keine Roma. Und es wurde praktisch eliminiert, die ehemalige Siedlung. Und nur eine kurze Antwort, weil das Thema war Zusammenleben. Was ich wollte fragen, Lada, wie war das so, du hast genau, das war viele Demonstrationen, dass sie gehen von da und dass sie nicht leben dort im Gazela, wo sie haben bekommen Wohnungen jetzt und so. Ich glaube, mit den Demonstrationen, wir haben geschafft, etwas zu schaffen für diese Leute. Diese Sozialwohnungen, aber natürlich, es gab auch Probleme mit den Sozialwohnungen, dass die zum Beispiel bekommen, sehr hohe Nebenkosten zu bezahlen, was ist wirklich unglaublich. Und das ist so, dass es ist eigentlich, das Problem ist die ganze neoliberale Ökonomie und die ganze neoliberale Umgebung. Und das ist unser Problem dort in Serbien. Und auch in die ganze Europa, denke ich. Und vielleicht Rena kann noch etwas dazu sagen. Ja, weil das fehlt irgendwie. Weil du wieder aufs Zusammenleben zurückkommst. Und das finde ich wichtig, dass du nochmal darauf zurückkommst. Denn es ist schon so, dass der ganz alltägliche Rassismus eine große Rolle dabei spielt, wenn wir nach den Gründen suchen, warum zum Beispiel das Geld nicht ankommt oder warum die Leute überhaupt in Containern landen, ja, dass überhaupt die Idee auftaucht, ja, diese Leute, die sollen in Containern außerhalb von der Stadt wohnen und das ist die Kategorie von Sozialhilfe, die wir für diese Menschen konsensmäßig in unserer Demokratie beschlossen haben, ja, und das ist natürlich auch die Ökonomie, aber die Ökonomie, die setzt auf dieses Modell auf. Und das ist sehr interessant, du hast darauf Bezug genommen, in Italien recherchiert, wie tatsächlich diese Reduzierung eines Teils der Bevölkerung auf Menschen, die einfach nur in Containern leben und Sozialhilfe empfangen und nicht arbeiten, sondern Arbeitsplatz schaffen für Sozialarbeiter, für Intellektuelle, für Werbeleute, für Leute, die Strategien entwickeln, Filmleute, für Leute, die die Geschichte verkaufen. Roma Industry wird das genannt. Genau. Ich will sagen, es ist eigentlich eine Industrie, die auf Rassismus
auf Rassismus aufbaut. Ja, das ist völlig richtig. Ja. Also es gibt mittlerweile einen riesigen Arbeitsplatzmarkt rund um die sogenannte Hilfe und das sogenannte Empowern von Roma. Das funktioniert eben nur so lange gut, wie man die Roma nicht in die Leitungsfunktion von Projekten lässt und hat immer den Opferansatz, damit eben diese vielen hübschen Arbeitsplätze erhalten bleiben, weil wenn die Roma anfangen, sich ihre Projekte selbst zu leiten und selbst zu empowern und sich selbst zu helfen, dann wären ja diese ganzen Arbeitsplätze für diese vielen Helfer futsch. Und aufgrund dessen funktionieren leider noch ganz, ganz viele Projekte in ganz Europa, wo eben zwar etwas für Roma gemacht wird, aber die Roma selbst es nicht leiten dürfen. Und so bleibt es immer nur für Roma und leider nicht von Roma und degradiert natürlich denen geholfen wird, auch ewig in diese Opferrolle. Nie in die aktive Ich-mache-was-Rolle, sondern immer eben in dieses Ich bin ein Opfer, ich bin ein Bittsteller, ich hoffe, dass ich ein Geld bekomme. Situation. Das ist natürlich extrem unangenehm. Gibt es noch Bedürfnisse nach einem... Insofern möchte ich vielleicht zur Roma-Dekade auch noch was sagen, weil die Roma-Dekade war eigentlich ein riesiger Flop. Ja. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, in 10 Jahren sollte sich die Lebenssituation der Roma großartig verändern. Es war eine komplette NGO-Geschichte von oben, praktisch mehr oder minder mit ein paar Quoten-Roma in der Organisation drinnen und so weiter. Und dass man komplett vergessen hat eigentlich, dass die Roma eigentlich mehr oder minder über ihre Projekte und über ihre Zukunft mit einbezogen werden zu entscheiden. Also alle diese Projekte sind alle deswegen baden gegangen, weil eben Caritas und alle diese Organisationen eigentlich so mehr oder minder irgendwie in diesem sozusagen Gutmenschentum oder wie man das nennt, sondern in diesem Berufsgutmenschentum irgendwie immer das Sagen gehabt haben, auch die Kohle hatten und die Roma haben einfach auch kein Vertrauen in die Gage, also sagen wir jetzt so, ne? Wieso sollten sie ja Vertrauen haben? 1000 Jahre Geschichte der Vertreibung reichen ja wohl, dass man kein Vertrauen hat in diese Wobei ja auch leider die letzten 10 Jahre, also gar nicht einmal jetzt die 1000 Jahre, aber vor allem auch die letzten 10 Jahre, wo ja die Chance da gewesen wäre, mit diesem Geld, das er auch EU zur Verfügung gestellt hat, endlich wirklich zusammenzuarbeiten, sich da naiv gesagt die Hand zu reichen im Sinne einer guten Sache. Aber das ist ja auch nicht wirklich passiert. Wir sind ja jetzt 10 Jahre später immer noch an dem Punkt, wo die Roma die Opfer und die anderen die Helfer sind. Ja, teilweise zum Beispiel sogar wesentlich schlechter, aber man darf die Wirtschaftskrise, die letzte, gar nicht übersehen. Ja. Weil zum Beispiel also in Stolypinowo ist das Ganze noch bergab gegangen. Das hat man gar nicht geglaubt, dass es noch schlimmer wird. Und die Leute, die gehen weg, weil was sollen sie dort? Also, und dann noch diese Gelder, die zum Beispiel irgendwie dann von der EU freigemacht werden, zum Beispiel für Infrastrukturmaßnahmen. Die werden lieber von der bulgarischen Regierung zurückgeschickt nach Brüssel, bevor sie sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, ihr macht ja nur was für die Roma. Weil man ja eins auch sagen muss, es gibt ja Armut, die weit über die Roma hinausgeht. Das der gesamte Osten, Rumänien, Bulgarien, Ex-Jugoslawien ist einfach arm. Auch die Mehrheitsbevölkerung, also der Großteil ist arm. Und deswegen müssen wir ja eher die Armutsdebatte führen. Definitiv sollte man eher eine Armutsdebatte führen, als eine Roma-Debatte. Also Roma ist natürlich irgendwie ein Teil dieser Armut, dieser Wahnsinnsarmut, aber die anderen sind auch arm. Und das Einzige, was die anderen haben, ist halt, dass sie hellhäutig sind und glauben, sie sind halt was Besseres, aber sie sitzen natürlich in derselben Falle. Ja. Also Armut, die ethnisiert wird, das passiert auch ganz stark in den Medien in den letzten Jahren, dass man Armut schon fast als die Kultur der Roma darstellt, dabei ist es eine Kultur der Armut und nicht zwangsläufig eine Kultur der Roma, die man da sieht in diesen Ghettos. Da möchte ich ein aktuelles Beispiel, also ohne Ungarn gesagt zu haben, möchte ich den Abend nicht schließen, weil dort eben ein ganz aktuelles Beispiel wieder von Zwangsumsiedlung läuft. Vielleicht haben Sie davon gehört, in der Stadt Miskolc, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Miskolc, danke schön,
soll zur Erbauung der Gesellschaft ein riesiges, sehr prestigeträchtiges Fußballstadion gebaut werden. Leider Gottes ist dort eine Roma-Siedlung im Weg. Es wurde den Roma, die dort leben, zwar Geld angeboten, aber nicht genug, um sich eine neue Wohnung leisten zu können, also so eine Art Abfertigung. Wenn sie dieses Geld nehmen, können sie dann auch, verlieren sie auch, wie bei euch in dem Film schon gezeigt, wenn sie dieses Geld nehmen, das kinkerlitzig wenig ist, verlieren sie aber auch gleichzeitig das Anrecht, um eine Wohnung stattdessen anzusuchen. Und de facto werden die Roma dort vertrieben, damit man diesen schönen Baugrund für dieses Fußballstadion haben kann. Und auch in diesem Fall, der ganz aktuell ist, heute, jetzt aktuell ist, wird der Mehrheitsgesellschaft in den Medien erzählt, dass das Viertel dadurch revitalisiert wird, dass sich was dort verbessert, dass die ganze Gegend eben schöner wird. Und ganz wichtig dabei ist eben, dass die Roma dort wegkommen, sonst können sie das Fußballstadion nicht dorthin stellen. Und so absurd das klingt, vor einigen Wochen war ORF auch mit dem Weltjournal dort zu Besuch, haben dort auch einige offizielle Vertreter von Mischkholz und politische Vertreter und so interviewt, die auch die Dreistigkeit hatten, gar nicht abzustreiten, dass sie die Roma dort weghaben wollen. Also die fahren nicht einmal eine Alibi-Politik, die sagen offen in die Kamera, wir wollen die Roma dort nicht haben, und wenn man dann nachfragt, ob das ethnische Säuberung ist, sagen sie, nein, weil die Roma werden ja nicht körperlich mit Gewalt bedroht, sie müssen einfach nur weg. Ja. Und das ist eben jetzt ganz brandaktuell, läuft jetzt in Ungarn, man hört in den Medien natürlich fast nichts, was an Viktor Orbans Medienpolitik liegen kann. Ja. Ach, wahrscheinlich auch daran liegt. Mein letzter Aufruf jetzt noch, vielleicht noch eine Abschlussfrage aus dem Publikum für den heutigen Abend. Nehme ich in diesem Sinne an, dass wir viel Information geboten haben. Ich hoffe, Sie nehmen vom heutigen Abend nicht nur die deprimierenden Bilder, die Realität sind, mit, sondern ich hoffe, Sie nehmen eben auch mit, dass es viele engagierte Menschen, viele Roma und viele Nicht-Roma gibt, die in Kooperation daran arbeiten, dass das Bild, aber erstrangig auch die Situation besser wird. Und das Einzige, was im Endeffekt wirklich hilft gegen all das, ist Aufklärung und Information, damit sowas wie Xenophobie nicht noch stärker werden kann. Ich hoffe, Sie haben den Abend trotz der vielen Bilder, die jetzt auf Sie eingeprasselt sind, genossen, und ich hoffe, Sie kommen zu einem etwas fröhlicheren, partyhafteren Tag.